Ich grüße euch zusammen. Letzte Woche ist ein Moderator aus einem Deutschrockradio rausgeflogen, weil er privat die AfD wählt und öffentlich dazu steht. Die Frage heute, wie schlimm ist die AfD überhaupt? Was macht man mit Leuten, die öffentlich zu der AfD stehen? Muss man die rausschmeißen aus sämtlichen Jobs oder Radios? Und genau darüber möchte ich mit euch heute diskutieren. In Deutschland haben wir eine Meinungsfreiheit. Jeder kann tun und lassen, was er will und kann demnach auch wählen, wen er will. Jetzt ist einfach die Frage, wie sehr schädigt man andere dadurch? Zum Beispiel, wenn man Moderator in einem Deutschrockradio ist und alle wissen, dass man privat die AfD wählt. Also ich kann Radios oder Arbeitgeber schon verstehen, dass das für die schwierig ist, wenn der Mitarbeiter bekennender AfD-Wähler oder sogar noch ein Funktionär in der AfD ist. Andererseits ist es so, gerade im Deutschrock wird doch immer gepredigt, man soll zu sich stehen, man soll die Wahrheit sagen, man soll Eier haben und einfach geradlinig seinen Weg gehen. Macht man das, wird man aber auch diskriminiert. Ich habe dazu keine wirkliche Meinung, da ich beide Seiten verstehe. Und darum würde mich jetzt interessieren, wie denkst du darüber? Was ist richtig, was ist falsch? Wie sollte man sich da verhalten? Ich selber bin kein bekennender AfD-Wähler, aber ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich wählen soll, weder das eine noch das andere. Für mich alles ziemlich unklar und irgendwie ist alles für mich irgendwie beschissen, ich weiß auch nicht. Man müsste da erstmal irgendwie Politikwissenschaft studieren, bis man da überhaupt einen genauen Durchblick hat. Ja? Meine Frage jetzt an euch, wie schlimm ist die AfD überhaupt? Ist man automatisch ein Nazi, wenn man die AfD wählt oder ist es doch noch weit weg? Wichtig zu wissen ist, dass ich derzeit keinen diskriminiere. Also wenn jetzt ein AfD-Wähler, der das privat wählt, aufs Konzert kommt, den würde ich nicht rausschmeißen, außer er hat irgendwie ein T-Shirt von der AfD an, weil ich allgemein keine Werbung durch die Band für Parteien machen will. Aber ich würde den auch derzeit nicht rausschmeißen. Wenn die Partei noch extremer wird, ist es die Frage, aber wie findet man die Leute auch raus, wenn man Konzert spielt? Die schauen ja nicht alle aus wie AfD-Wähler und ich weiß ja nicht, was der privat macht und das geht mich auch alles irgendwo nichts an. Ich hoffe, der Podcast hat dich angeregt, etwas mitzudiskutieren. Deine Meinung wird mich interessieren, schreib sie gern. Wenn dir der Podcast gefallen hat, gib mir ein Like auf Facebook, abonnier den Kanal oder trag dich in unserem Newsletter auf störte-priester.de ein. Nächste Woche gibt's wieder mehr von mir. Bis dahin, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag.